Die Landtagswahl liegt jetzt ein Jahr zurück. Und schon zeigt sich's. Wir als stärkste Fraktion treiben die wichtigen Themen im Landtag voran. Wir haben das modernste und ambitionierteste Klimaschutzgesetz der ganzen Republik auf den Weg gebracht. Wir haben die Wahlrechtsreform eingeleitet, mit der wir unser Landesparlament jünger, weiblicher und vielfältiger machen werden. Wir werden demnächst ein 365-Euro-Jugendticket haben für junge Leute. Wir wollen die Corona-Erfahrung in einer Enquete-Kommission aufarbeiten. Wir haben die Mittel für die Antidiskriminierungsarbeit weiter erhöht und das Zentrum für kulturelle Teilhabe eröffnet. Von all diesen Entscheidungen profitieren die Bürgerinnen und Bürger im Land und in Stuttgart, die wir im Landtag über unsere 4 Direktmandate vertreten. Für Klimaschutz, für Innovation und Zusammenhalt. 4 für Stuttgart und wir für Stuttgart. Die Stuttgarter Stadtgesellschaft ist sehr bunt und vielfältig. Und wir wollen es weiterentwickeln, so weiterentwickeln, dass sich alle hier wohlfühlen. Dafür gibt es ein wunderbares Projekt, nämlich am Schöttleplatz. Es gibt dort seit Jahren eine Initiative, die sich unglaublich dafür engagiert, dass man sich dort trifft, Räume für Kultur, Kunst, aber auch bezahlbarer Wohnraum entsteht, damit wir im Stuttgarter Süden am Schöttl-Areal tatsächlich etwas Innovatives, Kreatives und Mutiges entwickeln können. Eine lebendige Erinnerungskultur ist für uns als Stadtgesellschaft unglaublich wichtig. Wichtig ist aber auch, dass Orte der Erinnerung auch von der Stadtentwicklung her würdevoll und schön gestaltet sind. Wenn man sich hier am Josef-Süß-Oppenheimer-Platz aufhält, dann erinnert das eher an eine Garageneinfahrt. Das ist weder würdevoll noch schön. Deshalb bin ich froh, dass es sich jetzt endlich ändert. Baden-Württemberg soll das erste Bundesland sein, wo junge Menschen ab 16 Jahren nicht nur bei der Kommunalwahl wählen dürfen, sondern sich auch zur Wahl stellen können, nämlich als Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat, für den Kreistag oder für die Regionalversammlung. Mit der Reform des Landtagswahlrechts sorgen wir dafür, dass unser Landesparlament jünger, weiblicher und vielfältiger wird. Hass und Hetze treffen nicht alle Menschen gleichermaßen, aber sie gehen uns alle gleichermaßen etwas an. Denn sie gefährden unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und sie vergiften das gesellschaftliche Klima. Wir stellen uns Hass und Hetze entschlossen entgegen, im Alltag und im Landtag. Mit dem neuen Landesantidiskriminierungsgesetz schließen wir eine Schutzlücke und machen ganz klar, es gibt ein Recht auf Gleichbehandlung. Und das nicht nur am Arbeitsplatz oder im Fitnessstudio, sondern selbstverständlich auch in der Ausländerbehörde oder auf dem Polizeirevier. Mit der Stärkung der Landesantidiskriminierungsstelle und mit dem Kabinettsausschuss entschlossen gegen Hass und Hetze sorgen wir für ein friedliches, für ein buntes Miteinander in unserem Land. Wir müssen auf vielen Feldern entschlossener und schneller handeln. Das zeigt sich auch mit Blick auf den aktuellen Weltklimabericht des Klimarats der Vereinten Nationen. Dafür haben wir im Landtag das neue Klimaschutzgesetz beschlossen mit ambitionierten Zielen. Wir wollen bis 2040 klimaneutral werden, in der Verwaltung schon 2030. Und wir wollen vor allem mehr Flächen für Photovoltaik und Windkraft zur Verfügung stellen. Auch im Artenschutz müssen wir weiterkommen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir hier im Wahlkreis das Naturkundemuseum Stuttgart stärken konnten in seiner Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim in den Bereichen Forschung und Vermittlung zur Artenvielfalt. Wir müssen weiter mit Hochdruck an den Kernthemen Klimaschutz und Artenschutz arbeiten. Dazu brauchen wir Innovation und Forschung. Und dazu brauchen wir die ganze Gesellschaft, die gemeinschaftlich diese Aufgabe stemmt und voranbringt. Klimaschutz braucht Verkehrswende. In Stuttgart treiben wir die Verkehrswende massiv voran. Und man kann es auch schon sehen. Mehr Fahrzeuge mit E-Kennzeichen, mehr Cargo-Bikes, mehr Radler und auch mehr Nutzer des öffentlichen Verkehrs. Aber wir wollen weitergehen. Wir wollen, dass in der Region Radschnellwege entstehen. Deswegen drängen wir darauf, dass die Planungen vorangehen. Und übrigens, die Stadt Stuttgart muss jetzt auch mitziehen, muss die Anschlüsse schaffen, muss auch in der Stadt Radwege, ein Netz aufbauen, damit es zu den Radschnellwegen passt. Wir wollen den Mobilitätspass einführen. Eine Möglichkeit für die Kommunen, mehr Geld zu generieren und gleichzeitig auch dazu anzureizen, dass Menschen den öffentlichen Verkehr nutzen. Wir arbeiten zurzeit an einem ÖPNV-Pakt Stuttgart 2030 zusammen mit der Region. Wir wollen alles tun, dass wir bis 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Und wir wollen natürlich auch Stuttgart 21 noch verbessern. Wir wissen, es ist ein Problem, es ist ein Engpass, aber wir wollen ihn erweitern.
Wir wollen eine Ergänzungsstation bauen, die Zuläufe verbessern. Wir wollen die Panoramabahn und die Gäubahn leistungsfähig anschließen. Also, wir haben richtig viel vor und die Verkehrswende geht weiter. All die Themen, die uns im Moment beschäftigen, von der Klimakrise über die Mobilität bis hin zu der Frage, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, spiegeln sich in der Diskussion um die Stadtentwicklung und das Wohnen, meine Schwerpunktthemen für das kommende Jahr. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft und die Zuversicht aufbringen, aus diesen Krisenjahren den Beginn einer neuen Zeit zu machen. Lasst es uns gemeinsam besser machen. Lasst uns unsere Gesellschaft krisenfest und zukunftssicher machen. Dafür arbeiten wir im Landtag in der Enquete-Kommission Krisenfeste Gesellschaft. Und kulturell wünsche ich uns als Stadtgesellschaft ein bombastisches Jahr, in dem Kneipen, Discos, Bars, Kulturszene insgesamt alles ausleben können, was sie in den letzten 2 Jahren leider nicht ausleben konnten. Und mein persönliches Herzensanliegen ist, dass die Bildungschancen der Kinder von dem Einkommen der Eltern entkoppelt wird. Dafür werde ich alles geben.